Yuan las den Brief, den sie vom kaiserlichen Boten erhalten hatte. Darin hatte Muadam geschrieben, dass sowohl Yuan als auch Huan in großer Gefahr seien, denn die hohen Lehrmeister waren unterwegs, um beide zu verhaften. Plötzlich erschien eine der Kriegerinnen und bedeutete Yuan, mit ihr zu kommen, denn sie habe ihr etwas Wichtiges zu zeigen. Währenddessen war der Kaiserberater Merl wie jeden Morgen bei seinem Pferd, um es auf den Tag am Hof vorzubereiten. Plötzlich erschien die Kaiserin. Merl wurde nervös. Noch nie hatte Mao San ihn persönlich aufgesucht. Sie sprach: Geschätzter Berater Merl, schon lange bist du nun in den Diensten des Kaisers und ich möchte dir dafür meinen Respekt ausdrücken. Ich möchte offen sprechen. Das Land ist nicht das, was es einmal war. Altes bleibt, Neues kommt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass es kaum noch Kinder mit besonderen Fähigkeiten im Staat gibt. Geschätzter Merl, weißt du nicht, dass das Land diese Kinder braucht, um zu gedeihen? Bist du denn kein Vater, Onkel oder jemand, den die Kinder inspirieren? Merl antwortete, er sei untröstlich, wenn er ihre Erwartungen nicht erfüllen könne, doch tue er alles dafür, dass Kaiser und Land nicht in Gefahr gebracht würden. Nein, er selbst habe keine Kinder. Er habe seine Frau früh verloren. Die Kaiserin entgegnete, dass sie Verständnis für seine Trauer habe, aber diese nicht dazu führen dürfe, dass er die Augen vor den vielen Qualitäten der Kinder verschließe und diese sogar verfolge. Sollte er die besonderen Kinder nicht bald wieder finden und fördern, müsse er das Kaiserreich verlassen. Merl war verzweifelt, denn er hatte seine tiefe Trauer lange nicht mehr gespürt. Thank you.
Seine Trauer über den Verlust seiner Frau hatte ihn gefühllos und blind für die besonderen Kinder gemacht. Ihm war klar, er musste die hohen Lehrmeister stoppen, um Yuan und all die anderen zu retten. Er ritt los, doch schon wurde er von den kaiserlichen Soldaten verfolgt, denn die Kaiserin hatte seine Verbannung inzwischen bereits beschlossen.